drin. So. Wir haben eine bessere Rüstung, das ist gut. Schützender Panzer 12. Atemschutzmaske ist auch gut. Und wir haben einen Rucksack, der mehr Rüstung gibt und auch zwei Inventarplätze mehr. Ist doch nett. Okay, dann begeben wir uns langsam mal in die Richtung der Geiselnahme. Wenn ihr wisst, wie man hier rennt in diesem Spiel, wäre es mir ganz, würde ich es ganz nett finden, wenn ihr es mir in die Kommentare schreiben könntet, weil dieses Joggen ist ein bisschen lahmarschig. Ich meine, man kann zwar ein bisschen abkürzen, indem man so diese Eckpunkte nimmt, aber ist trotzdem ziemlich langsam am Laufen. Na, da ist nebenbei die Kiste zum Auffüllen. Ich fülle extra mal alles auf, dass ich dann wirklich voll gefüllt bin. Ich bin voll. Moin. Es spielt eh keine Rolle mehr, wohin wir. Kein Grund zur Gewalt. Ich bin. Hallo? Ich habe keine Gewalt angewandt. Ich bin lediglich ein bisschen. Hab lediglich ein bisschen getreten, aber sonst keine Gewalt. So. Dann schauen wir mal. Ab in diesen Tunnel interagieren. Zack. Türe öffnet dich. Ich hoffe, hier ist. Ich glaube, hier ist keiner. Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen schon aufgenommen gehabt. Aber ziemlich unsynchron, sage ich jetzt mal. Und deswegen. Deswegen. Weiß man auch nicht, ob das hier so synchron wird. Wenn nicht, dann ja, muss ich mal schauen, was ich da mache. Hier, komm, geh die Leiter hoch. Öpp, 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 öpp. So, jetzt kann ich mal hier den Impuls machen. Zack. Schick. Warte mal. Müsste ich doch. Beschissene Granate! Beschissene Granate! Keine Gnade! Du verdienst das, Mann! Alter! So, jetzt warten wir kurz mal. Hier haben wir erstmal erste Welle Version. Hä? Das will ich jetzt gerade mal wissen. Neues Objekt. Eine neue Waffe. Eine neue Handfeuerwaffe ist das. Die allerdings nicht so präzise ist. Schaden pro Sekunde macht die zwar mehr, aber eigentlich groß Präzision. Wir warten mal. Oh, hier hinten liegt was. Achso, auf der anderen Seite des Zaunes liegt da was. Ich bin sowieso nicht so der Handfeuerspieler, also Handfeuerwaffenspieler.
okay da draußen? Hey, ist da draußen jemand? Öffnen wir mal die Tür. Was versteckt sich hinter Tür 1? Eine Geisel. Das haben Sie sehr gut gemacht. Zwei Geiseln sogar. Endlich, oh, vielen Dank. Oh, das war und schrecklich. Und eine Kiste. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. Nehmen wir gleich alles mit. Polster. Stufe 2. Das gefällt. Da wird. Entschuldigung. Ah, okay, die Handfeuerwaffe hat unendlich Muni in der Hinsicht. So, hier liegt noch was. Das habe ich, glaube ich, sogar letztes Mal. Achso. Erste Hilfe-Link. Das habe ich sogar das letzte Mal gar nicht mitgenommen, wo ich das erste Mal aufgenommen hatte. So. Erstmal will ich hier irgendwo raus wieder. Irgendwo muss ich hier ja rauskommen. Tap. Ah, hier unten war doch die Kiste. Kann ich doch gleich mal schauen. Autsch. Fallschaden. Nicht nett. Fupp. Alles plündern. So, wählen wir noch die letzte Nebenmission. Nämlich die hier. Morphinvorräte finden. Agent, diese Plünderer haben eine Kiste Morphin gestohlen. Vermutlich, um sie zu verkaufen. Wir haben Schmerzpatienten, die die Medikamente brauchen. Versuchen Sie, die Kiste zu bergen. Ei, ei. So, und hab. Main Street. Das ist die Main Street. Ziemlich runtergekommen. Alter, oh, guckt euch das Bild da oben an. Halleluja. So. Okay. Oh. Vermisste Vorratskiste geortet. Zack, 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 zack. Granate. Wo sind die verdammten Biostatika? Und tschüss. Granate! Boom. Zwei gleich ausgenockt. Das waren Warnschüsse. Reich gesichert. Gegner neutralisiert. Wenn er nicht abhaut von den Warnschüssen. So, ach, Geld. Okay. Erweitert das Magazin. Das ist auch nett. Ist ja auch nett. Markieren. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Kommen doch gleich noch mehr. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt Ihrer Position. Wir kommen doch gleich irgendwo näher. Noch mehr. Feindkräfte nähern sich. Das dachte ich mir doch. So. Dann. Na? Tut was zu tun, es dauert das so lange. So. Und der dritte kriegt auch noch welche. Ach, da sind, ist sogar noch einer. Dritter. Vierter. Oh, nochmal zwei. So. Ah, wie viele kommen denn da noch? Ich bin der Hund. Na, wo kommst du? Ach, du Scheiße. Schaltet sie alle aus! Bestätigt! Sparrow 5 ist vor Ort und kampfbereit! Eliminiert die Bastarde!
lässt jetzt nicht locker. Vorsicht! Fang! Bumm! So. Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Gesichert. Gut. Gute Arbeit, Agent. Sammeln wir erstmal. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Erstmal alles aufsammeln. Erstmal alles aufsammeln. Gut. Jo. Okay, dann müssen wir ihm mal Bericht erstatten. Ne? Erstatten wir mal Bericht bei dem Herrn Officer Hazen. Main Street. Water Street. Schön, dass sie die Namen der Straßen auch noch mit anzeigen. Dann weiß man wenigstens, in welcher Straße man ist. Ja, geh da runter. Washington Street. Ziemlich runtergekommen alles. Naja, okay, wenn man bedenkt, was für ein Kriegsschauspiel hier ist, ne? Oh Mann. 100 Meter noch. Karton. So. Jetzt nur noch hier in die Adams Street. Ne, Adams Street ist also das Safe-Home-Haus. Das ist aber gut zu wissen. So, hier rüber. Treppe hoch. Und hey, in den Safe-Bereich. So, dann erstmal alles auffüllen. Und mal Inventar gucken. Ah, das ist Shotgun, okay. Habe ich einen Mod dafür? Irgendwas Mod-mäßiges. Stimmt, hier Magazin. Erweitertes Magazin kann ich da anlegen. Das ist schön. Dann habe ich wenigstens da eine Erweiterung. Rüstung. Schützender Panzer mit 14 Rüstungswert. Gleich mal anziehen. Hier 7 und 8. Schutzmaske mit 8. Noch. Pistolenholz da ebenfalls mit hey, Dings. So. Hier müsste eine Mod. Okay. Hier kann ich noch Mod ranbauen. Ja, ich muss erstmal richtig ins Spiel reinkommen wieder, ne? So. Schusswaffen. Ausdauernd ist. Okay. Primärattribute. Okay. Okay. Auffüllen. So. Dann standen wir mal Bericht. Arbeit, Sie haben gerade noch den Deckel draufgekriegt, bevor es überkochen konnte. Wir alle danken Ihnen. Was Sie getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Ja. So, wir haben einen neuen Einsatz, nämlich die Revierbelagerung. Der sieht auch mal nett aus. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. So, schauen wir mal, reden wir mal mit ihm. Wir sind Stufe 3, also können wir jetzt langsam mal was Neues tragen auch. So, Rucksack mit 93. Mhm. Also erstmal kann ich ja was verkaufen, ne? Also, das kann verkauft werden, das kann verkauft werden, das kann verkauft werden. Das,
So. Die Schrotflinte würde ich sogar behalten wollen, weil ich weiß, später kriegt man ja einen zweiten, also einen primären, nee, sekundären Schusswaffenplatz, sage ich jetzt mal. Und so eine Schrotflinte wäre ja mal sehr hilfreich. So. Rucksackschutz. Ja, wir kaufen uns mal ein paar Handschuhe. Noch ein zufriedener Kunde. Agent. Nein. Wir haben gerade einen Notruf aus einem lokalen Polizeirevier erhalten, das wir als Verteilzentrum nutzen. Es wird von Plünderern angegriffen, die offensichtlich Geiseln gegen Medikamente eintauschen wollen. Sie müssen dorthin, die Gefahr ausschalten und alle Geiseln befreien. Das könnte Ihnen den Arsch retten. Okay. Bin voll, das heißt, let's go, würde ich sagen. Ja, es wird dunkel in der Adam Street. 0,2 Kilometer. Also 200 Meter. Das ist richtig. So. Playment Street? Oder so heißt das? Okay. Ja. Haupteinsätze verfügbar. Haben wir... Nee. Plünderer überfallen das Revier. Ja, okay. Ich habe wirklich nur noch... Nur den. Aufgepasst. Ich hasse meinen PC. Der erkennt nicht so ganz, dass es ich gerade am Aufnehmen bin. Und nach einer bestimmten Zeit macht er, will er sich nämlich halt in diesen Dings-Modus stellen. In diesen, ja, Energiesparmodus. Aber abstellen will ich das auch nicht. Ein Revierbelagerung. Gegnerstufe 3. Normal. Ich bin ganz ehrlich, ich lauf alleine rein. Ich mach Agent, keine. Bringen Sie das Revier wieder unter Kontrolle. Verlieren wir es. Verlieren wir Brooklyn. Ja, okay. Feinde im Anmarsch. Zack.